Hallo und herzlich willkommen aus Bad Salzdetfurt. Wir sind heute im Bike- und Outdoor-Park, einer optimalen Trainingsmöglichkeit, um das Droppen zu lernen. Und darum soll es heute gehen. Mein Name ist Daniel, wir sind bei der Mountain Rock My Trail und ich zeige euch heute drei Bereiche, die ihr beachten solltet, wenn ihr Droppen springen bzw. Droppen trainieren möchtet. Also, schauen wir uns an, worauf ihr achten sollt. Nummer 1 ist die Gewichtsverlagerung. Denn wenn wir einen Drop springen wollen oder einen Drop droppen wollen, geht es natürlich darum, dass wir das möglichst sicher und vor allem auch so erledigen können, dass beide Räder in der Landung idealerweise gleichzeitig landen. Und dafür ist ganz wichtig, dass die Gewichtsverlagerung richtig läuft. Was musst du also beachten? Im ersten Schritt fährst du auf den Drop zu. Du verlagerst dein Körpergewicht von der Grundposition hinab in die aktivierte Position. Du gehst mit deinem Körperschwerpunkt weiter nach unten. Kurz bevor dein Vorderrad an der Kante ist, schiebst du nun das Fahrrad mit der Kraft aus den Beinen unter dir nach vorne durch. Ähnlich wie du es beim Manual Impuls machen würdest. Dadurch erreichst du, dass das Vorderrad, nachdem es über die Kante gefahren ist, nicht sofort absackt, sondern erstmal einen Moment auf gleicher Höhe bleibt. Dadurch verschaffst du dir Zeit. Du musst das Vorderrad so lange auf einer Höhe halten, bis das Hinterrad auch über die Kante gefahren ist. Dann kannst du zum Sinkflug starten und dich als nächstes auf die Landung vorbereiten. Das heißt, gerade der Impuls der Gewichtsverlagerung, das Fahrrad unter sich nach vorne durchschieben und ein richtig ausgeführter Manual-Impuls sind essentiell wichtig, um beim Droppen die Sicherheit zu bekommen, dass man mit beiden Rädern gleichzeitig landet und sich das Ganze flowig und soft anfühlt. Wenn der Impuls nicht richtig ausgeführt ist, wirst du merken, dass möglicherweise dein Vorderrad viel früher landet und du dadurch dich unsicher fühlst oder das Gefühl hast, du gehst schnell vorne rüber. Wenn wir bei der Gewichtsverlagerung bleiben, ist es jetzt vor allem in der Landung wichtig, dass das Körpergewicht wieder zentral kommt und von Armen und Beinen als verlängerten Federweg ordentlich abgefedert wird. Die Verlagerung deines Körpergewichts ist somit der wichtigste Abschnitt, wenn du Droppen lernen willst. Schaue, dass du den Manual-Impuls auf ebener, trockener Fläche zuerst trainierst und dich dann bei Drops peu à peu steigerst. Der zweite Abschnitt, auf den du achten solltest, ist vor allem die Wahl der richtigen Geschwindigkeit. Das hängt stark mit dem Impuls zusammen. Warum, erkläre ich dir jetzt. Abhängig des Drops und der Entfernung der Landung gibt es immer einen gewissen Bereich, wo du die richtige Geschwindigkeit wählen kannst. Je langsamer du fährst, desto länger wird es dauern, bis dein Hinterrad auch die Kante erreicht. Das heißt, dabei ist es zum Beispiel dann wichtig, wenn wir wieder zurück auf den Impuls blicken, dass der Impuls besonders deutlich ausgeführt ist, dass du das Vorderrad lang auf einer Höhe halten kannst. Wenn du dich jetzt am Anfang befindest und das Droppen gerade erst trainierst oder dich an erste Drops wagst, macht es manchmal Sinn, etwas schneller zu fahren. Denn wenn du schneller fährst, heißt das ergo, dass die Zeit, bis dein Hinterrad die Kante erreicht, kürzer ist und der Impuls nicht ganz so deutlich ausgeführt werden muss. Wenn man das einmal in andere Worte setzen will, fährst du in Schrittgeschwindigkeit, musst du einen deutlich ausgeführten Manual-Impuls haben, eine deutlich ausgeführte Fahrrad-unter-dir-nach-vorne-Schiebbewegung, um dir Zeit zu verschaffen, damit das Vorderrad nicht absackt, bevor das Hinterrad über die Kante ist. Bedeutet für uns, wähl deine Geschwindigkeit so, dass du nicht zu langsam fährst, dass du nicht in Schrittgeschwindigkeit den Drop fährst, sondern gerne etwas schneller. Das mag am Anfang vielleicht nicht ganz so einfach sein, denn man hat natürlich ein bisschen Respekt vor dem Drop. Es geht aber darum, dass etwas Geschwindigkeit in dem Fall die bekannte Sicherheit gibt, die wir jetzt brauchen, um beim Drop einfach flowig zu fahren. Wenn ihr merkt, dass es soweit ist, dass ihr den Drop sauber fahren könnt, könnt ihr gerne die Geschwindigkeit schrittweise etwas reduzieren. Nummer 3 ist der Blick. Der Blick hängt auch mit den ersten beiden Sachen sehr eng zusammen. Denn mit dem Blick visiert ihr zuerst die Stelle vor der Kante an. Das heißt, ihr überlegt euch, an welcher Stelle muss ich mit dem Manual-Impuls, mit dem Streckimpuls anfangen, damit dieser voll ausgeführt ist, wenn das Vorderrad über die Kante fährt. Dann visiert ihr mit dem Blick die Kante an. Das heißt, in welchem Moment muss ich wirklich den Manual-Impuls ausgeführt haben, wann wird das Vorderrad in die Luft kommen. Während der Flugphase visiert der Blick die Landung an. Denn nun geht es, nachdem ihr über die Kante drüber gefahren seid, darum, die Landung vorzubereiten. Natürlich ist es so, dass bei der Landung Arme und Beine als verlängerter Federweg dienen. Das heißt, ihr habt euch zwar beim Impuls erst abgesenkt, das Fahrrad unter euch nach vorne durchgeschoben. Nun geht es in der Landung darum, das möglichst sicher und soft abzufedern. Und dabei ist es wichtig, dass ihr Arme und Beine voll ausgefahren habt und als verlängerten Federweg gut nutzen könnt, um euer Körpergewicht abzufedern. Am Ende ist es so, dass ihr euch natürlich bei Drops peu à peu steigern solltet. Das heißt, ihr fangt mit einem kleinen, einfachen Drop an und könnt euch dann mit der Höhe kontinuierlich steigern. Die Technik bleibt tatsächlich immer gleich. Hohe Drops sind vor allem eine Mutsache. Mit den drei Bereichen, die wir euch jetzt genannt haben, der Gewichtsverlagerung,
der richtigen Geschwindigkeit und der Blickführung seid ihr aber bestens vorbereitet, wenn ihr euch jetzt an Drops wagen möchtet und wenn ihr Drops springen lernen möchtet. Idealerweise findet ihr Drops wie hier im Bike- und Outdoor-Park in Bad Salzdetfurt in verschiedenen Größen, sodass ihr euch kontinuierlich steigern könnt. Oder aber ihr sucht euren örtlichen Bikepark auf. Wenn ihr mehr zum Droppen erfahren wollt, könnt ihr gerne auch einen unserer Drop- oder Sprungkurse sowie die Bikepark-Kurse besuchen. Dort werden wir euch gerne nochmal mit Videoanalyse unterstützen, eure Drop-Bewegung analysieren und gucken, wie ihr diese vielleicht verbessern könnt. In jedem Fall wünschen wir euch jetzt viel Spaß beim Droppen, lasst euch einfach mal fallen und genießt das Gefühl des Fliegens. Ich sage an der Stelle bis bald beim nächsten Video. Du bist jetzt am Ende des Videos angekommen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gerne einen Daumen da. Wenn du eine Frage hast, schreib uns einen Kommentar. Fahrtechnikkurse und Reisen, die Termine und alle weiteren Informationen findest du im Link in der Videobeschreibung. Wenn du kein Video mehr verpassen willst, klicke hier oben auf Abonnieren. Dann bist du der Erste, der die neuen Videos direkt angezeigt bekommt. Möchtest du weiterschauen, dann haben wir hier zwei Videoempfehlungen für dich, die auf jeden Fall interessant sein könnten, wenn du dich für das Thema Biken interessierst. Ansonsten bedanken wir uns für dein Reinklicken und freuen uns, wenn du demnächst wieder dabei bist. Bis bald!